Guten Morgen, liebe Kinder. Hier sind wieder Pumpeline und Wuffi. Wir machen heute wieder die Ansage für Klaus-Peter und seine Kinderfunklesung Der Floh im Ohr. Heute liest er euch das Märchen Rapunzel vor. Und jetzt rufen wir mal alle zusammen: Klaus-Peter, wo bist du? Klaus-Peter, wo bist du? Klaus-Peter, wo bist du? Ja, da bin ich ja. Hallo, liebe Kinder. Ja, das ist ja nett, dass ihr mich so schön gerufen habt. Ja, Pumpeline und Tiffy, Wuffi haben gerade gesagt, was ich heute lesen werde. Und dann will ich auch gleich mal anfangen. Hier ist das Buch. Das Märchenbuch und hier fängt es auch schon an. Ich muss mir gerade mal ein bisschen Platz verschaffen. So. Ach, wo habe ich denn den Anfang? Den Anfang, ich muss jetzt mal den Anfang suchen. Da ist es. Rapunzel. Es war einmal ein Mann und eine Frau. Die wünschten sich schon lange vergeblich ein Kind. Endlich machte sich die Frau Hoffnung, der liebe Gott werde ihren Wunsch erfüllen. Die Leute hatten in ihrem Hinterhaus ein kleines Fenster. Daraus konnte man einen prächtigen Garten sehen, der voll der schönsten Blumen und Kräuter stand. Er war aber von einer hohen Mauer umgeben und niemand wagte hineinzugehen, weil er einer Zauberin gehörte, die große Macht hatte und von aller Welt gefürchtet wurde. Eines Tages stand die Frau an diesem Fenster und sah in den Garten hinab. Da erblickte sie ein Beet, das mit den schönsten Rapunzeln bepflanzt war, und sie sahen so frisch und grün aus, dass sie das größte Verlangen empfand, von den Rapunzeln zu essen. Das Verlangen nahm jeden Tag zu, und da sie wusste, dass sie keine davon bekommen konnte, so magerte sie ab, sah blass und elend aus. Da erschrak der Mann und fragte: Was fehlt dir, liebe Frau? Ach, antwortete sie, wenn ich keine Rapunzeln aus dem Garten hinter unserem Haus zu essen kriege, so sterbe ich. Der Mann, der sie lieb hatte, dachte: Ehe du deine Frau sterben lässt, holst du ihr von den Rapunzeln, es mag kosten, was es will. In der Abenddämmerung stieg er also über die Mauer in den Garten der Zauberin, stach in aller Eile eine Handvoll Rapunzeln und brachte sie seiner Frau. Sie machte sich sogleich Salat daraus und aß sie voller Begierde auf. Sie hatten ihr aber so gut geschmeckt, dass sie am anderen Tag noch dreimal so viel Lust bekam. Sollte sie Ruhe haben, so musste der Mann noch einmal in den Garten steigen. Er machte sich also in der Abenddämmerung wieder auf den Weg. Als er die Mauer hinuntergeklettert kam, erschrak er gewaltig, denn er sah die Zauberin vor sich stehen. Wie kannst du es wagen? Sprach sie zornig, in meinen Garten zu steigen und mir meine Rapunzel zu stehlen. Das soll dir schlecht bekommen. Ach, antwortete der Mann, lass Gnade für Recht ergehen. Ich habe mich nur aus Not dazu entschlossen. Meine Frau hat eure Rapunzeln aus dem Fenster erblickt und hat so großes Verlangen danach, dass sie sterben würde, wenn sie nicht davon zu essen bekäme. Da ließ die Zauberin in ihrem Zorne nach und sprach zu ihm: Verhält es sich so, wie du sagst, so will ich dir gestatten, Rapunzeln mitzunehmen, so viel du willst. Ich mache aber eine Bedingung. Du musst mir das Kind geben, das deine Frau zur Welt bringen wird. Es soll ihm gut gehen und ich will für es sorgen wie eine Mutter. Der Mann versprach in der Angst alles. Und als wenig später die Frau ein Kind bekam, erschien am selben Tag die Zauberin, gab dem Kind den Namen Rapunzel und nahm es mit sich fort. Rapunzel wurde das schönste Kind auf der Welt. Als es 12 Jahre alt war, schloss es die Zauberin in einen Turm, der in einem Wald lag und weder Treppe noch Tür hatte, nur ganz oben war ein kleines Fensterchen.
Wenn die Zauberin hinein wollte, so stellte sie sich unten hin und rief: Rapunzel, Rapunzel, lass mir dein Haar herunter. Rapunzel hatte lange, prächtige Haare, fein wie gesponnenes Gold. Wenn sie nun die Stimme der Zauberin hörte, so band sie ihre Zöpfe los, wickelte sie oben um einen Fensterhaken und dann fielen die Haare hinunter und die Zauberin stieg daran herauf. Nach ein paar Jahren trug es sich zu, dass der Sohn des Königs durch den Wald ritt und an dem Turm vorbeikam. Da hörte er einen Gesang, der so lieblich war, dass er stillhielt und horchte. Das war Rapunzel, die in ihrer Einsamkeit sich die Zeit damit vertrieb, ihre süße Stimme erschallen zu lassen. Der Königssohn wollte zu ihr hinaufsteigen und suchte nach einer Tür des Turms, aber es war keine zu finden. Er ritt heim, doch der Gesang hatte ihm so sehr das Herz gerührt, dass er jeden Tag hinaus in den Wald ging und zuhörte. Als er einmal so hinter einem Baum stand, sah er, dass eine Zauberin herankam und er hörte, wie sie hinaufrief: Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter. Da ließ Rapunzel die Haarflechten herab und die Zauberin stieg zu ihr hinauf. Ist das die Leiter, auf der man hinaufkommt? So will ich auch einmal mein Glück versuchen. Und am folgenden Tag, als es anfing dunkel zu werden, ging er zu dem Turm und rief: Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter. Alsbald fielen die Haare herab und der Königssohn stieg hinauf. Anfangs erschrak Rapunzel gewaltig, als ein Mann zu ihr hineinkam, wie sie noch nie einen erblickt hatte. Doch der Königssohn fing an, ganz freundlich mit ihr zu reden und erzählte ihr, dass von ihrem Gesang sein Herz so sehr bewegt worden sei, dass es ihm keine Ruhe gelassen und er sie selbst habe sehen müssen. Da verlor Rapunzel ihre Angst, und als er sie fragte, ob sie ihn zum Mann nehmen wolle, und sie sah, dass er jung und schön war, so dachte sie: Der wird mich lieber haben als die alte Frau Gothel. Sie sagte ja und legte ihre Hand in seine Hand. Sie sprach: Ich will gerne mit dir gehen, aber ich weiß nicht, wie ich hinunterkommen kann. Wenn du kommst, so bringe jedes Mal einen Strang Seide mit. Daraus will ich eine Leiter flechten. Und wenn sie fertig ist, so steige ich hinunter und du nimmst mich auf dein Pferd. Sie verabredeten, dass er bis dahin alle Abende zu ihr kommen solle, denn bei Tag kam die Alte. Die Zauberin merkte auch nichts davon, bis einmal Rapunzel zu ihr sagte: Sagen Sie mir doch, Frau Gothel, wie kommt es nur, dass ich Sie viel schwerer heraufziehen kann als den jungen Königssohn, der ist in einem Augenblick oben. Oh, du gottloses Kind, rief die Zauberin, was muss ich von dir hören? Ich dachte, ich hätte dich von aller Welt geschieden, und du hast mich doch betrogen. In ihrem Zorn packte sie die schönen Haare der Rapunzel, schlug sie ein paar Mal um ihre linke Hand, griff eine Schere mit der rechten und ratsch, ratsch waren sie abgeschnitten. Und die schönen Flechten lagen auf der Erde. Und sie war so unbarmherzig, dass sie die arme Rapunzel in eine Wüstenei brachte, wo sie in großem Jammer und Elend leben musste. Am selben Tag aber, an dem sie Rapunzel verstoßen hatte, machte die Zauberin abends die abgeschnittenen Flechten oben am Fensterhaken fest, und als der Königssohn kam und rief: Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter, ließ sie die Haare hinab. Der Königssohn stieg hinauf, aber er fand oben nicht seine liebe Rapunzel, sondern die Zauberin, die ihn mit bösen und giftigen Blicken ansah. Rief sie höhnisch, du willst die Frau liebst holen, aber der schöne Vogel sitzt nicht mehr im Nest und singt nicht mehr, die Katze hat ihn geholt und wird dir auch noch die Augen auskratzen. Für dich ist Rapunzel verloren, du wirst sie nie wieder erblicken. Der Königssohn geriet außer sich vor Schmerzen und in der Verzweiflung sprang er vom Turm hinunter.
Er blieb am Leben, aber die Dornen, in die er fiel, zerstachen ihm die Augen. Da irrte er blind im Walde umher, aß nichts als Wurzeln und Beeren und tat nichts als jammern und weinen über den Verlust seiner liebsten Frau. So wanderte er einige Jahre im Elend umher und geriet endlich in die Wüstenei, wo Rapunzel mit den Zwillingen, die sie geboren hatte, einem Knaben und einem Mädchen, kümmerlich lebte. Er hörte eine Stimme, und sie erschien ihm so bekannt. Da ging er darauf zu, und wie er herankam, erkannte ihn Rapunzel und fiel ihm um den Hals und weinte. Zwei von ihren Tränen aber benetzten seine Augen. Da wurden sie wieder klar, und er konnte damit wieder sehen, wie vorher. Er führte sie in sein Reich, wo er mit Freude empfangen wurde, und sie lebten noch lange glücklich und vergnügt. Ja, und glücklich und vergnügt sollst du und deine Lieben auch leben. Und bleibt weiterhin gesund und munter und lasst es euch gut gehen und wir sehen uns bald mal wieder. Alles Gute und schöne Pfingsttage in Gesundheit. Tschüss.